Ich bin ja unwichtig bei den Lightning Talks. Ihr seid viel wichtiger. Wer von euch ist zum ersten Mal bei Lightning Talks? Wer von euch weiß, würde gerne hören, was Lightning Talks sind, erstmal bevor es losgeht? Okay, dann halte ich es kurz, aber sag's trotzdem. Also, Lightning Talks heißt ein offenes Format. Ihr könnt über Dinge erzählen, die euch bewegen, die ihr denkt, die andere Leute bewegen. Aber das ist nicht so wichtig, weil nach 5 Minuten seid ihr eh wieder von der Bühne runter. Das ist sozusagen das Schöne. Wir haben jetzt eine Stunde vor uns, wo, auch wenn euch jetzt spontan noch was einfällt, wo ihr sagt, boah, jetzt habe ich vergessen, mich anzumelden. Wir haben da drüben noch 4 Slots frei. Dann könnt ihr da noch hingehen, euren Namen schnell reintragen und dann kommt ihr noch mit dran. Erzählt was Lustiges, was Trauriges, was euch ärgert, was euch freut, wo ihr denkt, die Welt sollte davon erfahren, weil ihr irgendwas programmiert habt oder auch weil ihr was gekocht, gebacken, genäht habt, weil euer Kind was Tolles gemacht hat, weil euer Hund einen Salto schlägt. Völlig egal. Das ist, unterhaltet und informiert uns, genau. Die jetzt nochmal wissen wollten, was Lightning Talks sind, fühlt ihr euch informiert? Wenn nein, dann bitte die Hand heben. Okay, das trauen sie sich jetzt nicht. Genau, deswegen, ich rufe immer denjenigen auf, der dran ist. Der kann dann seinen Rechner selber mit vorbringen. Hier ist ein HDMI-Anschluss und ein paar Adapter. HDMI ist eigentlich das, was am besten funktioniert. Um sozusagen dieses nach 5 Minuten abgesägt zu werden, auch konsequent durchzuziehen, wird das Harassment komplett automatisch durchgeführt. Ihr dürft, sobald der Rechner da drüben ein Zeichen gibt und es wird hör und sehbar sein, einfach dann klatschen und dann ist der raus, der gerade dran ist. Auch keine 10 Sekunden drüber, keine 20 Sekunden drüber, jeder ist selber dafür zuständig, auf den Punkt fertig zu werden. Macht in den 5 Minuten, was ihr wollt. Wenn ihr mit Leuten diskutieren wollt, auch gerne das. Simon Eisenmann ist noch nicht da, den kenne ich nämlich und sehe ihn nicht. Insofern fangen wir einfach mit Michael an. Michael, kommst du vor, brauchst du einen Rechner? Er braucht keinen Rechner. Du kriegst aber trotzdem das Mikrofon. Magst du es so einfach halten, oder? Ich versuch's mal. Gut. Okay. Hört man was? Gut, alles klar. Ja, hallo zusammen. Ein Team von Entwicklern und Projektleitern hat irgendwann mal festgestellt, irgendwie sammelt sich ein ganzer Zoo von Anwendungen, die man eigentlich so neben seiner eigentlichen Anwendung betreuen muss, so Projektmanagement-Tools, Source-Code-Verwaltung, Continuous-Integration-Monitoring und was da alles nachher dranhängt. Und eigentlich will man das gar nicht und das ist ja auch Zeitverschwendung, weil eigentlich wollen wir ja nur entwickeln. Jetzt könnte man das alles in die Cloud geben. Das ist ja super praktisch. Haben wir aber nicht gemacht. Warum haben wir das nicht gemacht? Haben wir uns nicht getraut, eben unsere wichtige Arbeit nebst Daten einfach wegzugeben. Und was haben wir gemacht? Wir haben unseren eigenen Cloud-Service aufgebaut. Wir haben uns nämlich gedacht, eigentlich wäre das nämlich schon für alle Entwickler interessant, solche gehosteten Lösungen zu benutzen. Wenn dann nicht das Wörtchen wenn wäre, was ich schon angesprochen hatte. Und da haben wir uns hingesetzt und haben uns überlegt, was müsste denn ein solcher Service erfüllen? Und unsere Vorteile sind ganz kurz eben die, wir setzen auf die bekannten Open und gelegentlich auch Closed-Source-Tools wie Jira. Wir hosten die für euch in virtuellen Maschinen, die separat sind. Jeder Kunde eine VM oder mehrere VMs. Wir mischen aber nicht Kunden über die VMs. Geplant und durchgeführt und geprüft und diskutiert haben wir das intensiv mit der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, also die Datensicherheitslobbyisten und Juristen, die eben so rumlaufen und auch zertifizieren. Die trauen sich sogar bei uns, ihre internen Projekte abzulegen und das ist ja sozusagen schon mal ganz nett. Wir benutzen eben unser Toolset auch für unsere Eigenentwicklungen inzwischen und jetzt seit diesem Wochenende kann man eben auch Teststellungen bekommen. Ein anderer Benefit ist eben der, wir kennen keinen Vendor-Login. Das würde auch zu unserer Open-Source-Strategie nicht passen. Das heißt, wer nicht mehr mag oder auch zwischendurch, kann alle Daten per ZIP-Archiv einfach abziehen und bekommt dann eben die komplette Software mit Daten, so wie sie bei uns da ist. Wir bekommen das Geld eben von euch für die Bereitstellung von Hardware, Energie, Hosting im Zusammenhang mit den Kollegen vom Flying Circus. Wo ist der Kollege vom Flying Circus? Einmal winken. Ah, hat sich versteckt, okay. Mit denen machen wir das eben zusammen. Die kriegen natürlich auch ein bisschen was ab für Bereitstellung eben der Infrastruktur. Wir machen das Management für euch und das war's eigentlich schon. Also für die es interessant sein könnte, QZIO. Man kann mit uns auch, dass wir sind die schwarzen Leute da, irgendwie im Hauptgang oder so, einfach mal sprechen. Und ihr könnt natürlich auch sehr gern Vorschläge machen für Tools, die euch fehlen oder andere Fragen diskutieren, zum Beispiel, was wir noch machen müssten, damit das für euch in Frage kommt. Ja, soweit vielen Dank und 2 Minuten noch für irgendwen anders.
Das ging ja hervorragend schnell. Simon ist immer noch nicht da, glaube ich. Okay, streichst du dich mal bitte durch, Micha? Merci. Tim, you're up next already. The first person didn't show up. So. Yes. Sure. Is it okay? Yep, that's right. Fine. Oops. It fell off. I will just hold it here. All right. Okay. My slides are a little bit stretched, but they'll be okay. I'm also speaking English, and I'm going to speak quite fast because I have too many projects, and I also have too many slides. So, hi, I'm Tim. I'm from Australia, which is why I can only speak English. I have too many projects, and I need help with my projects because I need to sleep. I haven't slept in a long time, and it's getting to me. If you're using Python, then you should look at these two projects. One of them is called Python Datetime TZ. It is what you should be using if you're using... Oh no, my slides are going away. If you're using date times in Python, it cares about deeply about time zones and gets it right. If you're also using Python and it's like 2 a.m. in the morning and you're trying to debug your Python program, Q's a really great program to use. It's basically printing on steroids. It goes and you queue something and it appears in a file called tempq in your system. Highly recommend both those. I also like big projects rather than small projects. So this is another project called Tim Videos. The idea is it's a bunch of projects to do user group and conference recording and live streaming. It aims to produce the similar result to what the CC guys are doing at places like here. We're also trying to develop a system in the box so everyone who isn't as smart as the guys here can do the same thing. But before you stream your content, you want to have good content. However, I can't help you automatically make good content, I can help you make your content better and more readable. And so that's this tool called SlideLint. Who here knows what a linting tool is? It helps fix the smells in your code. This does it for your slides. There's a command line version, a website version. SlideLint. So once you've done that, how do you live stream and record a conference? This is how. All the things in red are things I'm working on. The first one is the HDMI to USB. It's an open source hardware capture solution based around an FPGA. It kind of sits here in the position of recording. We have two firmwares for it. One is written in hardware languages called VHDL Verilog. The other one is written in Python. We need help with them. The Python one's pretty cool. You still need to understand hardware, but it's not Verilog or VHDL. We also have open hardware, so this is the Numuntu Opus board. The full schematics, PCB, and firmware are available on GitHub. You should also be able to buy one soon, so if you go to bit.ly.getopus, you'll be able to sign up to be notified. Has a bunch of inputs and outputs, but I'm running out of time, so I'm not going to go through them. It could be used for other things. If you ever heard of the Milky Mist, this is probably the board you could use to do everything that they wanted to. So we'd love to support more boards apart from just the Opus board. I have a bunch of FPGA boards. And once you've captured it, you need to do mixing. That's a piece of software called GST Switch. It's a video software mixer written in C and Python. The CC guys rewrote it and called it Voctomix in Python. So that's pretty cool. You also need a streaming system. This is what my one looks like. We really need graphics designers' helps. It's
Django and FluMotion, all again Python. But people need to know about your event, so I also created Events Everywhere, which is tools to publish your event to Facebook, Google+, Eventbrite, Meetup, pretty much everywhere. That needs love. It's in a bit of a state of disrepair. So in summary, Tim's video, FOSS recording, slide lint, make your slides better, HDMI to USB, FOSS video capture, GST switch, software video mixing, streaming system, events everywhere, and the Numantu Opus board that you can use to do recording and support open hardware. And I have 5 seconds, so thank you all for coming to FrozCon and dealing with me speaking only in English. Thank you. Thanks, Tim. That's yours? Yep. All right. Julian? Ja, das ist du? Das ist gar kein HDMI, okay. Tipp für die nächste Konferenz. HDMI garantiert fast sofort, wie es geht. Okay, oder Rechner mit Internet. Nee, alles gut. Können wir eigentlich auch. Also ich habe die Folien auch im Netz. Ja, alles gut. Willst du VGA über den Adapter haben? VGA am liebsten gar nicht. Wenn sein, also es gibt keinen VGA-Adapter sonst, ne? Um auf den anzukommen. Tja, dann. Lenovo hat noch keinen. Bitte? Da ist VGA gerade gar keinen. Geht, also obwohl das Kabel hier liegt, oder? Da liegt ein Kabel, aber nein. Aber nein, es geht nicht. Aha. Okay. Dann brauchen wir einen Rechner mit Internet, meinte irgendjemand. Ja. Hat noch Michael was auch? Jemand mit einem Laptop mit Internet und HDMI? Gut, das ist modernes. Kannst du so erzählen? Oder macht das keinen Sinn? Dann wird es halt nicht so interessant. Also Wireshark-Pakete anschauen. Nee, Wireshark-Pakete anschauen ohne ist doof. Ja. Du hast nichts anderes. Nee, das ist ein alter X1. Tja. Ich habe jetzt meine Kiste auch nicht dabei, um das mal zu adaptieren. Ja, oder irgendwas anderes. Ja, genau. Bloß für den Browser oder für nur mit Browser? Ja, bloß für den Browser irgendwie. Bloß Browser. Ja. Okay, wir haben hier vorne einen. Mac ist auch okay. Dann kann ich wenigstens Schaden noch anrichten, insofern. Die Sache mit dem Internet ist sozusagen, ich hatte hier nicht mal Internet. Achso, ja, Internet ist ein WLAN. Bitte? Nein, das WLAN? Ja, theoretischerweise. Ich gucke mal so ein bisschen in, zur Richtung Haustechnik. Ja. Ich hab sie eben nicht mehr gesehen. Ach, zumindest 2 von 4 Da hat jemand keine verschlüsselte Festplatte. Der Rechner mit dem VGA. Das geht eigentlich, oder? Ja, du hast keine verschlüsselte Festplatte. Nee, nicht auf den Ordner vom Rechner. Bitte nicht! Nicht die letzten geöffneten Dateien vom VLC. du hast Internet, okay. Sekunde. Doch, HDMI sagt der. Ja, jetzt so. Wie heißt die Monitorsystemeinstellung auf Deutsch? Displays? Nee, Displays kommt was anderes. Oh nein, hier nehmen wir da. Da, ja, okay.
Ist hier gerade schon gespiegelt? Kommt bei dir schon ein Signal? Kommt hier ein Signal? Das ist richtig. Der hat hier aber. Also der hat hier umgeschalten. Nix von Upstream. Super. Ja, genau. Nee, der erkennt den Monitor nicht gescheit. Zu viele Adapter! Okay. Wollen wir mal den hier noch? Ich kann noch den Display-Port nehmen. Ja, genau. Also das weiß ich jetzt nicht, warum er den nicht normalerweise. Naja, weil Adapter über Adapter, 20 Strecken. Was meinst du, was da noch dazwischen ist? Ich will es gar nicht wissen. Ja, genau. Das ganze Aufbau ist viel zu kompliziert. Also er hat zumindest die Auflösung gerade schon angepasst. Ja, ja, er hat was gesehen, aber... zack, so. Nein. Kannst du mich teilen sagen? Du bist auch... Er müsste mir hier ja, ja klar, den zweiten anzeigen. Und es gibt auch keine Gathering-Option. Theoretisch sollten die Monitordaten durchgeliefert werden durch die ganzen Geräte, die dazwischen geschaltet sind. Ah ja, irrigerweise. So, okay, super. Tja, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, nee. Nicht. Der hat jetzt gerade irgendwie irgendwas schon in Arbeit. Der scheint auch gerade nichts zu bekommen. Muss man hier noch was umstellen? Nee, Laptop. Nee, da auf keinen Fall. Das ist alles genau so eingestellt, wie es sein soll. Ja, dann. Auch Jungs. Sorry. Ja, nee, also du kannst ja jetzt. Du hast all deine Adapter. Dann red mal kurz vorbei. Ja. Okay, servus, mein Name ist Florian. Entschuldigung für die Störung oder den zeitlichen Verzug jetzt. Ich bin anscheinend altmodisch, ich habe meinem Rechner nur noch VGA-Anschluss. An der Firma mit dem angebissenen Apfel hat es auch nicht geklappt. Worüber ich reden wollte, ist eigentlich dieses nette Ding hier. Habe ich jetzt seit einer Woche von Kickstarter. Nennt sich Bubblecam, ist eine Kamera, die aufgebaut ist wie die Google Street View Cars, die eigentlich Bilder in alle Richtungen macht. Und bei mir hat das Ganze vor einer Woche ungefähr angefangen, wie ich es bekommen habe, wo es dann, ich habe die SD-Karte reingeschoben, wollte ein Foto machen und dann hat es geheißen, SD-Kartenproblem. Dann war mein erster Ansatz, ja, was machst du denn jetzt, SD-Kartenproblem, ich habe jetzt keinen Display-Output da, die Anschlüsse an der Kamera sind jetzt eigentlich auch recht gering. Also da ist maximal ein Micro-USB zum Stromaufladen da und die SD-Kartenslot ist da. Mehr hast du dann nicht dran. Was wir noch dran haben, ist einmal WLAN. Und wenn man in den Kernel-Log reinschaut, dann ist noch Bluetooth da, aber das ist nicht aktiviert. Also was habe ich gemacht? Ich habe mal Wireshark angeschmissen. Das Standardproblem, also Standard, was man halt macht, wenn man SD-Kartenprobleme hat, Wireshark anzuschmeißen. Haben wir gedacht, vielleicht übertragen sie ja über WLAN irgendwelche Error-Codes oder sonstiges oder wie kommst du sonst irgendwie so ran? Und ja, dann bin ich halt auf ein paar Dinge gestoßen, habe mich gefreut, dass sie IPv6 unterstützen. Habe dann den Bootlog angeschaut, habe dann festgestellt, naja, IPv6 wird auch bloß emuliert, also kein natives IPv6. Das waren so die Dinge, die ich jetzt innerhalb von 2-3 Tagen jetzt rausgefunden habe. Ist recht lustig, mit dem Ding zu spielen. Interessant finde ich vor allem die Funktion, also man steuert das Ganze über Smartphone und aufs Smartphone bekommt man quasi so ein Live-Bild, in dem man sich auch die Sicht drehen und steuern kann. Also man kommt eigentlich schon in Anführungszeichen ins gestitchtes Bild, also die vier Bilder werden in eine Kugel quasi zusammengefasst und man kann sich schon in dem Bild drin bewegen. Wenn das Bild geschossen wird und abgespeichert wird, liegt es allerdings nicht als diese Kugel in diesem Kugelformat vor, wie man es vielleicht bei Google kennt, sondern quasi in vier Einzelbilder und die kann man dann in die Bubble.io, nennt sich es in dem Fall, Cloud hochladen, die das dann zu einem schönen Panorama zusammenfügt. Ziel des Vortrags wäre jetzt gewesen, euch so ein bisschen das zu zeigen, auch die Wireshark-Pakete zu zeigen. Kennt sich jemand mit Busybox aus? Auf dem ganzen System läuft eine Busybox, Version 1.22.1 mit einem Avahi-Daemon, der das Ganze im Netz announced, quasi hallo sagt, hier bin ich. Die offenen Ports sind 80, ich weiß nicht, wieso da auf dem Ding ein Webserver läuft, aber wenn man das Ganze aufruft, dann kommt bisher bloß eine 404, also ich glaube, da geht noch was.
Dann auf jeden Fall ist offen der Port 5353, also DNS-Port, damit das Smartphone einfach dann mit dem Handy auch kommunizieren kann. Korrigiere, nicht mit dem Handy, sondern mit der Kamera kommunizieren kann. Und offen ist der Port 56700, also so die Standard Internet of Things UDP-Ports, über die einfach die Statusinformationen empfangen werden und dann auch gesendet werden. Da bin ich gerade dabei, so ein bisschen das Paket auseinanderzunehmen. Die Firma, die dahinter steckt, ist eine kanadische Firma. Die haben zwar gesagt, sie wollen ein SDK rausbringen, aber mal gucken, wie lange das dauert und ob wir das nicht schon vorher irgendwie rausbekommen. Okay, Fragen dazu? Also mein Kickstarter waren bei mir, die Frage war, wie teuer die Kamera war. Das waren, glaube ich, 700 kanadische Dollar, die gezahlt wurden, aber ich habe es geschenkt bekommen. Also es ist nicht so, dass ich es gezahlt hätte, sondern die ist mir einfach auch bloß zur Verfügung gestellt worden. Die Firma wollte 100.000 kanadische Dollar über Kickstarter eben einsammeln und es sind 350 ungefähr geworden, also ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ziel war auch, dass sie September 2014 oder Mai 2014 ausliefern. Effektiv war es jetzt August 2015, also ungefähr ein Jahr später. Aber Kickstarter halt. So, eine Frage noch. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jan, magst du auch mal einen Versuch starten? Ja, ich hoffe, das klappt jetzt besser. Anderes Notebook, gleiches Notebook? So, wir fangen mit dem DisplayPort an. Zeigt er dir die oben in der Monitor? Nee, das sind die AirPlays. Ne? Bisher hatte jeder kaum Schwierigkeiten damit irgendwie. HDMI geht auch los. Also HDMI geht ist halt auch über Adapter. Also ich muss sagen, ich bin von der Adapterreihe, die ich hier vor mir sehe, nicht so. Ja. Guck die Katze an. Ja. Was hat denn funktioniert? Welches Notebook? Noch gar keins hier. Man hat noch gar nichts funktioniert. Nee, hier hat halt noch nichts funktioniert. Okay. Also tatsächlich bin ich jetzt fast. Sag mal, wenn du eh kein VGA haben willst, warum steckt da noch der Splitter dran, wo das VGA-Kabel dran ist? Na, mehr kaputt geht gerade nicht. Wenn man von Corporate schon so Bilder kriegt, dann müssen wir irgendwie zeigen. Schade. Damit so Clowns wie ich das nicht machen, ist noch Tape drin. So. Ich hätte jetzt auch aus Versehen auf 2 gestellt. Aber. Wer weiß, wer weiß. Das Kabel war direkt. Weniger Tools. Da weiß ich jetzt nicht, ob das Eingang oder Ausgang ist. Auch noch nicht? Was ist denn hier dieses zweite HDMI-Kabel? Das zweite, doch HDMI-Kabel? Nee. Hä? Was ist das denn? Hier ist ein zweites. Wo geht denn das hier hin? Was ist das zweite, was jetzt noch dran ist? Also hier ist der Grabber, von dem aus geht eins zum Beamer, denke ich mal, oder sowas. Das andere hier ist das Kabel. Der Beamer an, nur eine Frage? Ja. Ah, kommt der Lampe, ist das an? Das kann man entweder über dieses Kabel dann mit dem Pi verbinden oder über diverse Adapter dann mit den Notebooks, so wie es gerade auch das eine Mal funktioniert hat. Welches hat funktioniert? Das HDMI bei dem Too Many Project. Er hatte HDMI. Aber das hat sie auch gerade schon probiert, ne? Ja. Was hast du da jetzt gerade? Achso, das direkt vom Grabber. Ja, gut, genau. Das ist halt irgendwie, ich habe jetzt bloß hier den Adapter, aber wenn es davor funktioniert hat. Der hat den Tim
your external monitor settings, did you have auto detection or did you force it to a specific setting? I auto detected. You auto detected? Interesting. But it was squeezed, right? Okay. Well, thanks. Would you do that? Sure. That would be nice. Get power? Except that all the outlets are crap. Nothing works. Hast du das Netz-T-Folie? Ja, die kann ich jetzt auch einfach nur verschicken. Awesome. Let me search power for you. And where should I mail the slides? Can you tell me? Wo die einfach hin? Im Zweifelsfall hier mittig unter dem... Ja, in den Tank, oder? Perfekt. There you go, over there. You now have the chance to provoke an accident to get a new computer. Irgendwer hat dann noch was Grünes übrigens auf das Board geschrieben, an eine Stelle von einem Slot, der jetzt schon durch war. Reife Leistung zum Thema, wo stelle ich mich an einer Schlange an? Deswegen ist tatsächlich die Frage, wollte da jemand irgendwas sagen oder war es wirklich nur scherzhaft? Du warst das. Super. Weg damit. So, Simon ist immer noch nicht da. Ist wahrscheinlich nicht mal hier. Lauri, that's you? Awesome. Look, okay. Lauri, can you prepare having your slides or whatever you have, like on a stick or something, or in the internet, the cloud? Yeah, I think so. Ja, Bild haben wir, aber noch sind die Slides nicht da, wo sie hin sollen. The picture is there on the monitor. Can you tell me here? Ja, das Problem ist, da kommt halt danach nichts. Das WLAN dreht sich dann halt im Kreis. Ja, genau. Ja, genau. I think I have a USB stick. At somewhere else. Not on me. So no one seems to have a USB stick unchecked and non-shielded. Yes. It won't do anything except for giving you access to my some of my clients. The question was the other way around. Yeah. Yes. What does it do to your computer? Not to your stick. Nothing. As far as I know. But of course, we should never do that. So, wir haben trotzdem noch ein paar Slots frei. Wenn also jemand anders noch die Chance haben möchte, sich auf die Bühne zu stellen und mit seinem Notebook ein bisschen zu spielen, hat er jetzt die Chance, vier verschiedene Adapter dann auszuprobieren. Also wir haben hier die Geschmacksrichtung, wir haben die Geschmacksrichtung, was ist das, Mini-Display-Port, HDMI, DVI, wir haben VGA, was nichts tut. Nee, das ist jetzt... Mini-Display-Port auf HDMI, auf DVI, auf die erste Switchbox. Natürlich! Ich brauche mir hier nichts ausdenken, um euch zu unterhalten. Es gibt eine Liste von Leuten, die später versohlt werden. Aufzeichnen und
Mahlzeit. Mahlzeit. Ihr habt noch die Chance, wenn ihr noch über etwas reden möchtet. Wir haben noch 3 Slots frei. 3 Slots sind noch frei. Was ihr nämlich nicht wisst, ist, wie peinlich das ist, hier oben zu stehen und in keinen der Adapter ranzukommen. Da kommt jetzt erstmal ein, du musst deine Two-Factor aus. USB ging auch nicht, oder was war jetzt das Problem? Can you tell me your email address, because she will mail the slides. Or can you just walk over to her? Yeah, that would be nice. Lauri, he will write down the email address that you need to send it to. Also es gibt ja ein paar Leute, die so Lightning Talks moderieren, die haben immer einen ganzen Sack von Witzen irgendwie parat. Und das Dumme ist, bei einer gut laufenden Lightning Talk Session ist das eine schlechte Idee, die auszupacken. Jetzt merke ich gerade, jetzt wäre sie gar nicht so doof. Okay, Dinge tun Dinge. Irgendjemand das Telefon klingelt. Presentation buttons missing. Yes. And I just saw the email come in for the other person. Oh, okay, that's awesome. Lauri, is the amount of adapters we have over here, what do you mean with diversity? In tech, we already have lots. We have lots of diversity up here. Nein, die sind alle männlich auf weiblich, logischerweise. Aber von, also was auf was und wo ist jetzt, also ist alles da. Ja, das ist jetzt das Internet. Das Problem ist wiederum, fürs Internet haben wir hier gar keine Adapter. Ja, genau. Okay, also jetzt haben wir irgendwie 10 Minuten zugebracht. Das ist ja groß genug im Prinzip für den kleinen. So, ja, genau. Ja, da, fang an. Ich nehme sogar so ein Mikrofon hier. Wie kann ich da weitermachen? Wie kann ich da weitermachen? Okay. Yes. So, I think German is fine, but somehow I can't wrap my head around speaking German again. I'm working for Zalando in Berlin. We are sponsor, or at least one of the sponsors here, because we are looking for engineers and data scientists and data analysts and whatever you can basically think of in the IT world. Why we are doing this and why we need you is, well, we run in 15 countries, we make a lot of money, and we are investing a lot of more in technology, and we want to grow, we want to build a platform this year. But what most people probably don't know is that we are quite enthusiastic about technology. We are building all the software ourselves. So before I started 4 years ago, we still were on, what was it called, Magento, PHP, MySQL. We did a reboot here, pretty important to Java Postgres world, which is still running the main platform. We are, I think, have a pretty good name in the Postgres world. We have contributed a lot in tooling and conferences. My former boss was actually keynote speaker in PostgresConf US in New York this year. And we are doing a lot of stuff there. We have one of the biggest Postgres installations in Europe, to my knowledge. Doing 2.2 billion euros on Postgres, basically.
We have a lot of deployed applications, and very recently in March we came up with a strategy, radical agility movement, allowing everyone basically to choose his technology and stack and whatever. So Java Postgres is now going into Scala, Clojure, Node.js, Cassandra, whatever you can basically think of in this world. I have them all here on the slide. You may also see something like Amazon Web Services as one of the main competitor, but this will basically be the driving infrastructure in the future. So every team gets an AWS account and can do whatever it wants. Yeah, Postgres, Java still here. What I want to talk about, because this is an open source software and I have only 3 minutes left, is I have been so lucky that I've actually worked on some of the projects that we are open sourcing. So one of them is the Postgres Observer tool we introduced a long time ago, but currently I'm working on our platform monitoring. So 1.5 years ago we started development because Asynga and Argus were not good enough. So we rewrote crucial parts of it that made it work with our big teams and the small teams and all the management problems. So right now what we have here is, this is a demo dashboard, so we have different widgets and charts and whatever time series we need, and then teams can define their alert checks and thresholds. How is this really running? So we have Redis as a queue and state, we have workers in Python, they execute the checks and evaluate alert instructions. We have a scheduler who basically knows all the hosts and the software we have deployed in our infrastructure and can basically run all the stuff we need. We store it in another great open source project, KairosDB, running on top of Cassandra, storing time series data. So who really wants to store time series data in a large scale can do this. It's a perfect tool for that. Yeah, Postgres Java is still in the picture, and the web front end completely built on AngularJS. What else do you get? We deployed Grafana in this. So when you actually run it, you can access all the time series data with Grafana, which is also a great open source tool and was very easy to integrate. We wrote a plugin to query KairosDB instead of the other supported databases. And the good thing is this is completely open source. I will show you the URL later. You can basically check out on GitHub zalando.com/zmon, spin up a Wagon box, takes you 15 minutes because it downloads all the Docker images and you are set to go. There is a manual and everything. We are happy for feedback there, and we have been using this in production for 2 data centers and all the traffic we are serving, 800 JVMs, 100 Postgres clusters. A lot of stuff is being monitored. KPIs, we support Oracle, Postgres, MySQL, because we have everything for some strange reason. Pretty nice tool. All by the power of Python, obviously, because we use Python in the worker, and this integrates perfectly into every system you can come up with. Another important stuff is that has been recently put through all the media is our move to AWS. So I'm part of the cloud engineering team at Zalando, and we are basically making it possible for a public company that has a lot of audit requirements to go to AWS and enable all the teams to do their stuff. And everything we are doing in our team, we are open sourcing. So this STUBS framework here is a lot of tools around cloud formation and audit stuff that enables you to go to AWS, give the team full power to AWS, but at the same time kind of spin up Docker images and still create some reports on this. So you have an audit trail, you have an immutable stack, which you want to have today. You can still get SSH access, which is tracked through some Bastion hosts and everything. So this is a very nice tool. So if someone has another public company and needs audit stuff, this is interesting to look at. But also there are tools coming, like we call it Sensor, to deploy on CloudFormation. And there is from us coming Cassandra, Postgres, all the tools we need, enabling all the teams. These are the URLs. Take a look at it. That's it from my side. If you have questions, 9, 8, 7, 6 seconds left. Yeah. Dance begins again. Yes, I quickly need to log out here on my two-factor authenticated session and everything, just to make sure. Close that, and this and that. That's on a private session. Cannot. That's your private session, right? Yes. Okay. Oops. We'll see if yours likes it any better. It's probably also going to take ages to load. It's not bad. It's faster. Can you scroll? Oh, yeah. Excellent. You cool. Have 7 slides, right? Yeah. Okay, I'm trying to do this fast. Back and forth is there. Okay. You want to get it attached or hold it? I'll just do it like this. It's fine. It's
slides. Yeah, for 5 minutes. All right. How do I change the slides? Like left and right. Okay, cool. All right. Hi, I'm Laurie Apple. I'm from Zalando too, like Jan. I'm the tech evangelist there, and I'm the co-organizer of our open source guild, which is our engineer organized guild for promoting open source internally and externally. And I'm also the founder of our diversity guild. And so I'd like to talk about diversity in tech. And why is diversity important? So research and studies show that more diversity leads to better products, higher profits for public companies like ours, and maybe yours, makes for happier employees because people can be themselves. And it also leads to better problem solving because you have different perspectives coming to the table in a team and presenting those perspectives so that you can see all angles of a problem and hopefully solve the problem faster. What is diversity? Well, we try to define it as broadly as possible. So it can be diversity can mean age, religious or political beliefs, sexual orientation, gender, race, personality type, you know, introverts versus extroverts, nationality. We have more than 50 nations on our team. Maybe your teams are similarly diverse. Finding a common language for all of us to speak, for example, can be a challenge. Maybe for you too. Familial status, being married, being single. Also diversity of technology background. So I like Scala, you might like Java more, but we can find space for all of us. And so basically diversity includes everybody. Some common ingredients to increase diversity on your team: being objective and fair, so treating each individual as an equal, not giving people special treatment and not treating them worse than others, giving people the benefit of the doubt. So sometimes we make biased mistakes. A lot of times we don't mean to; we just do it because we're human. We all have biases. So give people the benefit of the doubt that their intentions are good. Trust each other to make the right decisions and treat each other well. Help people feel comfortable speaking up and enable them to do it safely. And once again, encourage mindfulness of the unconscious biases that we all just have. So I won't go through this whole chart because of the time, but some ingredients for success versus failure. If you want to launch a diversity initiative, you have to engage people who are not already interested in the topic. So figure out, this can be challenging, but try to get the non-choir involved. Make a infrastructure, including support from leadership, so that people feel like diversity is actually meaningful and important to the whole team. Acknowledge people who are inclusive and support other people on their team. Identify results-based efforts. So a lot of companies will do diversity trainings, but they don't have any results to show that the trainings change anything. So it's an ongoing challenge. Lots of companies like Facebook and Google are working on this. We are working on this. It's like hard to find results, but keep that as your objective. And performance analysis and KPIs are often how you can measure your results. And then make diversity and acceptance the norm. Don't make it like some weird topic that some people talk about and doesn't apply to everyone. Ways to implement diversity. There's a lot of ways. So trying to get balanced hiring committees, doing the unconscious bias trainings to help people identify their biases and be more aware of them. Promoting people from within, widening your entry-level recruiting reach, promoting open source to diverse groups. Like, so I'm the only woman on our open source guild right now, and I want more women on the open source guild. Like, so there are some parts of technology that don't seem to attract a lot of us, and so it's something we have to do to be more approachable and proactive in reaching out to different groups to change the ratios. And also making your teams autonomous. More ways include establishing a code of conduct, things that you find acceptable and not acceptable when it comes to behavior. Forgiving mistakes when intentions are good so that people don't feel like they're evil. You don't want to have like people feeling bad about themselves. One thing is that no names and pictures and applications. I come from the US. We don't have any pictures on our job applications. You usually have your name, but we don't put pictures because it can invite all kinds of discrimination from age to race to other kinds. So
I think more companies are experimenting with like not putting names and pictures on applications at all, which I think is a good idea. Auditing your job ads for bias. A lot of language is biased and we don't even know it. So there's this thing actually called a gender decoder, and it's free. I'm done. And here's where you find us. Thank you. No problem. 5 minutes. Rules. We're in Germany, after all. You came over here. You choose to come over here. Okay, nochmal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Hat jemand etwas, was er irgendwie anderen Leuten mitteilen möchte? Irgendwas Schönes in einem Open-Source-Projekt, ein Nicht-Open-Source-Projekt? Ein Michael möchte gerne. Hopp. Aber vorher 5 Minuten am Rechner, ein bisschen. Genau, wo ich nochmal darf. Die Host-Sharing AG ist ein Community-Web-Hoster in Form einer Genossenschaft. Das heißt, unsere Kunden sind Mitglieder, Anteilseigner etc. Ist auch nicht so wichtig. Uns gibt es jetzt seit 15 Jahren und wir veranstalten, das ist relevant, am 6. März 2016 unser 15-jähriges Jubiläum in Form einer Unconference zum Thema Datenschutz, Sicherheit, Webhosting und viel mehr, Software, Open Source, Nachhaltigkeit und so weiter. Und Perfekthaus in Essen, ihr seid alle eingeladen. So, das ging ja mal schnell. Ich hoffe, die Lightning Talks haben euch gefallen, auch wenn es heute irgendwie ein bisschen holprig war. Morgen gibt es noch eine Runde in einem anderen Raum, den habe ich gerade im Kopf, guckt einfach ins Programm, ist aber auch wieder 14 Uhr. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, irgendwas zu erzählen, Leuten was zu erzählen, was euch begeistert, was ihr glaubt, dass andere begeistert, oder mal zu gucken, ob man Leute irgendwie 5 Minuten zum Einschlafen bringen kann. Ich habe mir gerade für mein noch zu gebärendes Kind ein Einschlafbuch gekauft, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Bitte? Ja, Einschlafen. Das ist ein Einschlafen-Podcast. Da könntest du morgens, kannst du morgens drüber erzählen? Nee. Magst du jetzt? Magst du jetzt? Ich kenne den nicht, ich weiß, was es ist. So. Okay, 30 Sekunden. Es gibt den Einschlaf-Podcast. Vielen Dank. Genau, also auch das ist ein absolut legitimes Thema. Jetzt entlasse ich euch.